Asynchrone Wellenform. Asynchrone was? Was denn noch? Aber im Ernst, Aufnahmen wie diese hier sind zwar klanglich kein Problem, aber wenn deine Aufnahme so aussieht, dann ist sie dynamisch deutlich besser zu bearbeiten. Wie du dieses Problem löst, jetzt in deinem Adventskalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Kläppchen hier in deinem Recording-Blog Adventskalender. Wohl jeder von uns hat sich nach einer Aufnahme schon mal verwundert die Augen gerieben und sich gefragt, was habe ich denn da jetzt schon wieder falsch gemacht? Die Aufnahme sieht irgendwie total komisch aus, irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen, weil die Ausschläge auf der einen Seite viel stärker sind als auf der anderen. Und um dich schon mal vorab zu beruhigen, du hast weder was falsch gemacht, noch liegt es irgendwie an deinem Equipment, Preamp, Audio-Interface oder sonst was. Es ist nur einfach so, dass manche Stimmen, Instrumente, sehr oft Blasinstrumente, aber auch Gitarrenverstärker zum Beispiel, den Schall unterschiedlich abgeben, sodass die Aufnahme in der DAW eben nicht so aussieht, sondern so. Klanglich hat das absolut keinen negativen Einfluss, also die Soundqualität der Aufnahme ist dadurch nicht eingeschränkt, aber dynamisch kann das durchaus ein paar Probleme im Mix mit sich bringen, zum Beispiel, wenn du dich schon mal gefragt hast, warum du deinen Mix nicht so laut bekommst wie andere vielleicht. Denn stell dir mal vor, du wolltest dieses Signal hier normalisieren, also den lautesten Peak hier unten an dieser Stelle auf 0 dB bringen. Dann würdest du das machen, zack, und dann würde das so aussehen. Wenn du aber das phasenkorrigierte Signal nimmst, also das, was ich schon repariert habe, das sieht so aus und das renderst, dann würde beim Normalisieren das hierbei rauskommen. Und im Vergleich direkt das nicht korrigierte gegen das korrigierte. Die Phasenlage ist deutlich ausgeglichener bei diesem Signal und auch die Ausschläge sind deutlich ausgeglichener bei diesem Signal. Und wenn du jetzt sagst, ich normalisiere ja eh nicht, dann stell dir doch einfach mal vor, wie ein Kompressor, der ja von der Energie des Eingangssignals gesteuert wird, auf diesen heftigen Ausschlag hier reagiert oder eben auf diesen. Und bevor wir jetzt zur Lösung des Problems kommen, kurz nochmal vorweggeschickt, das ist kein absolutes, das musst du jetzt immer und mit jeder Aufnahme so machen Ding, bevor du deinen nächsten Mix vielleicht startest. Aber wenn sich die Ausschläge zum Beispiel bei einer Sprach- oder Gesangsaufnahme wie hier, bei einem Bläser wie hier oder auch bei einem Bass wie hier zwischen positiven und negativen Bereich deutlich unterscheiden oder sogar noch stärker, dann lohnt es sich definitiv hier einzugreifen. Meines Wissens nach gibt es hierfür tatsächlich nur ein einziges Werkzeug, das dieses Problem überhaupt und zum Glück ohne klangliche Einbußen beheben kann. Und das ist das Phase-Werkzeug aus Isotope RX, das übrigens auch schon in der kleinsten Elements-Variante enthalten ist. Allerdings nicht als Plugin für die DAW, sondern nur im Isotope RX Audio Editor, also Audiobearbeiter, der aber mitgeliefert wird und da das Elements-Paket aktuell mal wieder reduziert erhältlich ist und statt 111 Euro zum Zeitpunkt dieses Videos nur 39 Euro kostet, ist dieses Geld wirklich gut angelegt. Nicht nur wegen dem Face-Werkzeug. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Aber nehmen wir mal unseren Bläser, den ich jetzt hier schon mal in den Audio-Editor von RX reingeladen habe. Du siehst, ein klassischer Kandidat für eine asynchrone Wellenform. Der Ausschlag der Wellenform ist oberhalb der Linie deutlich höher als unterhalb. Mit anderen Worten, da können wir mal wunderbar angreifen und bearbeiten. Aber hören wir mal zunächst rein, wie das Ganze unbearbeitet klingt. Eine wunderbare Trompete von unserem Freund Michi aus Österreich. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Michi. Aber jetzt wollen wir mal die Bearbeitung vornehmen. Was du dafür brauchst, ist auf jeden Fall hier auf der rechten Seite das Phase-Tool oder Werkzeug. Wir gehen mal ganz runter in der Liste und klicken dann hier unten auf Phase. Und da geht dann dieses Plugin los. Und da kannst du jetzt hier, das ist ganz wichtig, da musst du diesen Haken setzen bei Adaptive Phase Rotation. Hier wird jetzt also adaptiv die Phase rotiert. Frag mich nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Und wie gut es funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Ich drücke mal auf Render. Und achte mal, was passiert. Bupp, die Wellenform ist deutlich ausgeglichener auf beiden Seiten. Das ganze Signal ist insgesamt ausgeglichener und hat das auch einen klanglichen Einfluss auf das ganze Signal. Hören wir mal rein. Bestes Bild, also keine klanglichen Einbußen, aber eine ausgeglichene Wellenform. Super, Daumen nach oben für Phase. Und falls du jetzt noch Blut geleckt haben solltest und wissen willst, wie du mit Isotope RX auch eine total verzerrte Aufnahme wieder retten kannst, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann bis die Tage. Mach's gut und Yassou!